So. Kann losgehen. Seit das Coronavirus sich so rasant ausgebreitet hat, habe ich in Köln meine Sachen gepackt und bin wieder zu meinen Eltern gezogen. Und da wir das Haus möglichst nicht verlassen sollen, ist das nicht immer ganz so leicht. Frank? Ja, die Corona-Geschichte hat natürlich auch seine Vorteile. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr und mehr zur Ruhe finde. Zu mir selbst, immer mehr im Gleichmut komme. Ja, von Natur aus bin ich ja immer ein etwas ruhigerer Typ. Ausgeglichen, mittig, gelassen. So leicht kann man mich nicht aus der Ruhe bringen. Frank? Und dann macht mir das schon manchmal zu schaffen, wenn dann von rechts oder links irgendwelche lauten Geschreie stattfinden oder ich werde gerufen. Frank? Frank? Die Sabine, ja, die hat da schon ein bisschen mehr Hektik im Blut. Also ich bin ja die Ruhe selbst. Die einzige hier im Haus, die wirklich in der Ruhe bleibt. Mama denkt, sie wäre die Ruhe selbst. Sie ist die lauteste Person, die ich kenne. Mit seiner Hektik. Wenn ja nur diese Hektik um mich herum aufhört. Frank ist den ganzen Tag nur im Garten unterwegs. Schneidet irgendwelche Dinge. Hat er wirklich die ganzen Bäume schon geschnitten? Sägt irgendwas ab. Die Bäume werden immer kürzer. Dann muss er hier was malen. Die Hecke schneiden, hat er sowieso schon ein paar Mal geschnitten. Schneidet er die nochmal? Ständig sucht er nach irgendwelchen Aufgaben. Dann plötzlich kam so ein Entschluss von mir zu sagen, Mensch, Frank, nutz die Zeit, lern mal andere Sprachen. Frisch gestrichen hier, du. Pass auf mit deinen Fingerchen, nicht, dass hier noch so klebrig werden, du. So, und dann snibbel hier nicht so rum, sondern guck mal hier durch, damit ich weitermachen kann. Los, zackig, zack, zack, zack. Der Tag ist kurz, wie schnell ist nichts getan. Los, komm hier durch. Also die Ideen gehen mir da überhaupt nicht aus. Also die Bella lässt sich ja so schnell aus der Ruhe bringen. Ich bin das ja gewohnt hier. Ich sag dir immer, einmal tief durchatmen, dann kommt der Friede.
Ja, das Kochen, das hat jetzt ja bei uns einen ganz neuen Stellenwert gefunden. Ja, da wird eingekauft bis Oberkante zum Einkaufskorb. Da werden Gerichte gezaubert. Da habe ich früher nur von geträumt. Ja, und die Sabine wird jetzt richtig kreativ. Sie hat ja schon immer einen gewissen Faible für Gewürze gehabt. Da wird experimentiert und ausprobiert zurzeit, was das Zeug hält. Und das merken wir auch beim Kochergebnis nachher. Da kommen schon tolle Sachen bei raus. Ich habe schon drüber nachgedacht, abzuhauen. Ich meine, sie sind einfach irre. So ganz normal sind wir nicht, aber auch nicht so ganz verrückt. Aber das ist ja gerade das Gute. Dass wir nicht so ganz normal sind. Das stimmt, so ganz normal will ich auch gar nicht sein.